Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ark Genesis Part 2. Heute ist der Plan, soweit wie angekündigt, ein bisschen zu bauen, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung auf das Grundstück kriegen. Und da war mir beim Roden ein Triceratops in den Weg gekommen. Ja, sagen wir mal so, Tracy wird jetzt bald einen Mann haben. Also einen, naja, Artgenossen, anderen Geschlechts. Wie ist da 145 Männchen einfach rumgerannt? So, ja, ist okay. Netz drauf gespannt und ein paar Pfeile reingeschossen und gut ist. Das ist so, oh yeah. So fühlt man sich doch wohl zu Hause. Das heißt nur, dass ich da jetzt mit dem Roden ein bisschen aufpassen muss. Damit ich jetzt den Triceratops nicht nochmal treffe dabei. Naja, Holz und Stroh sollte ich hier nochmal sichern. Also ich werde jetzt hier ganz gemütlich ein bisschen bauen. Zack, Holz. Holdone. Stroh. Drohne. So. Narkobären. Genau, wir machen nochmal Narkosemittel, ganz wichtig. Wir machen trotzdem noch Narkosemittel. Hab ja anscheinend genug. Narkobären. Drohne. Erdorbenes Fleisch. So. Oh, warte, wenn ich schon mal dabei bin. Warte, irgendwas war mit Heilungstrank. Hast du das? Irgendwas war mit Heilungsmittel. Warte, das werde ich nochmal. Nee. Ich glaube, das koche ich, ne? Jetzt habe ich gerade mal einen Moment dran gedacht. Habe ich ein Feuerchen? Nö. Ist das im Industriegrill? Auch abgebaut. So, Info. Ich habe es kurz im Kopf. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst mal irgendwie ein bisschen Heilmittel machen. Ist vielleicht für die Quests ganz praktisch und auch für das normale Leben hier in der Welt auch ganz. Nicht ganz unpraktisch. So. Den Rest brauchen wir ja nicht mehr. Der kann dann weg. So. Roden wir hier. So, Manfred, hör auf, mir zu folgen. Oh, Triceratops schön in Ruhe lassen. Einmal drum rumlaufen. Vor allem da unten auf diese Plattform, da könnten wir auch noch mal ein, zwei Sachen bauen hier, die da jetzt hinter mir. Sieht ja eigentlich ganz nett aus. So. Oh. Dann nehmen wir einfach aus Prinzip all meine anderen Sachen gleich nochmal mit rüber. Sortieren tue ich später. Oh. Ich brauche mal einen Dödi. Einer reicht. Ein paar Steineklopfen, die da liegen. Kein Material verschwenden, also zumindest nicht zu viel. Und dann machen wir hier eine kleine Ankommenplattform hin. Gut, ob sie klein wird, keine Ahnung, das werden wir sehen. Oh. Oh. So, dann gehen wir wieder zu deinem Artgenossen rüber. Dann mache ich das mit Steinplattformen, habe ich jetzt beschlossen. Also nicht mit dem Fachwerkstil, weil das ist ja eine Plattform, die im Freien sein wird.
Das heißt, Holz oben raus wäre eigentlich unpraktisch, beziehungsweise nicht dieses, was so fein nach drinnen aussieht. Das würde ich gern vermeiden wollen. Hab ich zufällig noch Steinfundamente? Irgendwie, irgendwo. Entweder bin ich blind oder da sind sie nicht. Auch nicht. Gut. Dann machen wir uns mal welche. Dafür hatte ich doch den S-Plus-Tisch eigentlich gehabt mal. Habe ich den noch? Die S-Plus-Crafting-Station, das ist der komische Metalltisch. Na? Gut. Ey, wo ist er denn? Ja? Wo muss das Ding sein? Das ist ein komischer Metalltisch, an dem ich das Craften von... Ja. Das, was das halt nun mal ist. Wortfindungsstörung. Das, was Wände, Fundamente und so Kram einfach sind. Okay. Auch nicht. Ah, Crafting Station. Ah. Haben wir mal eine? Stellen wir auch direkt mal wieder auf unser Chaos. Obwohl, du kannst auch hier oben drauf. Passt schon. Ich würde nämlich gerne ein paar Foundations haben. Genau. Mach mir davon mal 10. Die brauche ich auch noch mal als Triangel. Ja, passt schon. So. Dann werden wir damit gleich mal anfangen. Also speziell geht es mir jetzt darum, so eine Ankommen-Plattform herzustellen. Damit der Teleporter da jetzt nicht mehr im Nichts steht. So, muss mal gucken, wohin genau. Jo, bietet sich eigentlich genau hier an. So. Ich würde sie natürlich gerne rechteckig gestalten. Na, also nicht rechteckig. Mehreckig. Aber das Ding soll die Mitte darstellen. Aufheben. Ich jetzt glaube ich auch grob markiert. Ja. Dann stellen wir mal oben drauf. Na, noch nicht. Aufheben. Ja, das bezeichne ich mal als mittig genug. Hier, Manfred, ich muss dich mal umpacken. Ich muss kurz den Teleport... Ich muss mich mal kurz die Größe der großen Teleport-Bubble mal
sehen. Dann werde ich nämlich genau darunter die Fläche aufbauen. So. Du wirst ja wahrscheinlich nicht mitreportiert, weil du ja nicht zu uns gehörst. Noch nicht. So. Settings. Large, auch wenn du warst hier public. Zone. Bis zu dem Stein da. Das stechen wir mal kurz ab. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Starten wir sie nochmal. Oh, vier in jede Richtung wahrscheinlich. Ich werde das noch einmal natürlich zur Sicherheit einmal abtesten, auch wenn es würde keinen Sinn machen, wenn es abweicht, aber man weiß ja nie. So. Werter Triceratops. Ich muss, glaube ich, gerade ein paar Fundamente durch sie hindurch bauen. 2, 3, 4. Zack. Ja, ist jetzt nicht ganz perfekt, aber vollkommen in Ordnung. Jetzt würde ich gerne mal gucken, kann ich denn jetzt hier mit diesen Dreiecken noch was Cooles machen? Ist doch rechteckig. Muss ich überlegen, ob ich es vielleicht doch rechteckig mache. Das macht es mir nämlich einfacher, streng genommen. Warte mal, machen wir erstmal die Grundform. Das heißt, wir brauchen nochmal Fundamente. Ein paar mehr, weil ich würde die auch nach oben stapeln. Foundations, weil die werden mindestens zwei Foundations hoch werden. Das ist mir ein bisschen zu knapp im Rasen, das sieht doof aus, das wollen wir nicht. Mach mal. Währenddessen packe ich euch schon mal um. Ihr steht da echt blöd. So, das dahin. Runde. Dahin. Und du darfst da runter gucken. So, schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, um uns zu bewegen. Die Zeit dürfte gereicht haben, um uns noch ein paar Fundamente zu machen. Komm her. 11 Stück, okay. So. Level up. Ah, der Triceratops ist fertig. Geil. So, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dass das hier im Rasen verschwindet, das ist der Teil, der mich stört. Aber hier passt es zum Beispiel sehr perfekt. So. Was passiert, wenn ich dich da jetzt setze? Kommst du zufällig hier an? Nö. Nee, das sieht doof aus. Zack, zack.
Auf jeden Fall können wir jetzt einmal aufräumen hier. Was hast du denn Schönes? Ach so, ich hab dich zugemüllt. Manfred, bist du auch zugemüllt? Boah, geht. Dann hilfst du mir mal beim Roden. Beim Roden der Fläche. Gefällt mir, was ich hier sehe. Gut, du kannst weg. Ist klar. Schauen einfach mal. Richtig gut passen tut's, glaube ich, nicht. Aber ich denke mal, das kann ich dann mit den Dreiecken schon irgendwie regeln, dass das passt. So, komm du mal mit. Wenn ich jetzt Teleporter-Tests mache, darfst du gerne hier bleiben. Lasst von mir noch nah genug an Tracy rankommen, damit ihr euch lieb haben könnt. Jo. Danke. Ist gerade ein bisschen ausloten hier. Ja, zack. Letztendlich ist es nur die Kante hier, die weg kann, theoretisch. Das kann ich wahrscheinlich nicht so machen, ne? Nee. Nee, 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 nee. Nimm dich nochmal in die Hand hier. Das kriegen wir nochmal anders geregelt. Vielleicht gerade ein bisschen pingelig, gebe ich zu, aber... Ach ja, und ich würde dich gern etwas höher haben. So. Oh, ist ein paar Zentimeter höher, perfekt. Dann war hier grob die Mitte. Jetzt gerade nur angezeichnet. Genau. Machen wir hier eine Dreiecksparty draus. Du bist Fremder? Ich wollen wir nicht. Ach, was mache ich denn ja schon wieder komische Tastendrücke hier? Schlimm heute. So. Dann kommt darauf jetzt der Teleporter nochmal. Gefällt mir. So. Dann natürlich Settings. Latsch. Publik. Drohne. Da. Wieder bis zu dem kleinen Felsen da. Ne?
Kann ich da jetzt theoretisch die dran setzen, einfach? Kann ich da drei dran setzen? Oh yeah. Ja, dann machen wir das so. Was mache ich da schon wieder? Oh, so. 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 Und Base haben wir schon mal, das ist okay. Ich brauche noch ein paar Dreiecke. Hatte ich hier noch welche angestoßen? Nö. Strukturen. Stein. Zack. Gut, die brauche ich glaube ich jetzt erstmal nicht. Nee. Dann gönnen wir mal ein paar Dreiecke. Hier haben wir eine Ankommenplattform. Wenn ich das jetzt schaffe, in dem Muster weiter rumzuziehen, das wäre geil. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ach, dann räumen wir hier bald mal auf dem Grundstück komplett auf, mit einem anständigen Lager. Wir werden Plätze für die Tiere schaffen. Wir werden am Haus ein bisschen was einrichten. Ja, ich glaube, die nächsten Runden werden doch sehr gemütlich werden. Nur als Vorwarnung. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis ich wieder zur Tür rausgehe. Gut, das sage ich jetzt und werde mich wahrscheinlich in 20 Minuten wieder umentscheiden, aber das kennen wir ja. So. Ach so, nee, okay. Dazwischen kann dann... Du... Ja. Also ich mache jetzt an die Dreiecke den da dran. Aha, so wird's doch langsam. Zack. Noch mehr Dreiecke, um das zu testen. Aber die sind hier gerade in der Mache. Die Plattform relativ eckig hin. Da freue ich mich gerade drüber. So. Dann kannst du mir davon eigentlich gleich noch mehr machen. So, ganz wirklich. Joa, 60 Stück. Die werden wir schon irgendwie unterkriegen. Ja. Heißt, ich werde jetzt auch wieder an die Dreiecke dran setzen, einfach an die Viereckigen. Oder nicht? Zack. Zack. Und kann da dazwischen jetzt zwei von den. Ah! Da ist wieder Viereck an Dreieck. Sehr schön. Machen wir das. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So. So.
Da kann ich jetzt noch viereckige dran sitzen. Hey? Da auch. Und hier. Huiuiuiui. Das muss ich auch mal ausprobieren hier. Eine Reihe mehr müsste. Ich muss gerade gestehen, ich bin mir nicht sicher. Dieses bunte zwischen Dreieck und Viereck hier gerade, das gemixt, das sieht ein bisschen doof aus. Aber wenn irgendwas nicht hübsch ist, das kriegen wir geregelt. Es ist erstmal. Es soll die Größe und Form haben, die es haben soll. So. Ganz stumpfe Aussage, ich gebe es zu. So. Dann füllen wir mal hier die Löcher. Server, bitte lass mich das auch tun. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und hier noch. Zack, zack, zack. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Muster, was diese Steinplattform optisch wiedergibt, ob mir das gefällt. Ich glaube, ich müsste auch noch eine Reihe dran machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Lass mich mal kurz Metall holen. Wo ist mein... Ach, wo ist mein Bergbaulaser? Moment, dann werde ich immer kurz eine Sache austesten. Bist du hier? Ja. Komm mal her. Nehmen wir mal Benzin mit. Oh. Da freut er sich drüber. Dann gehen wir kurz Metall holen. Denn ich würde gleich mal was zeigen. Ich glaube, die Idee würde mir etwas besser gefallen. Dann weiß ich noch nicht, was ich mit diesen Steindingern jetzt machen soll, wenn ich mich jetzt umentscheide. Vom Design. Also dann haben wir schon mal hier eine Plattform. Also gefallen tut mir das auf jeden Fall schon mal. Hallo, Allosaurier. Jo, Leute. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wow. Okay, die haben ein Problem mit mir, ich merk's. Oh, aber der sieht richtig cool aus. Ja, ich hätte jetzt gerne meinen Fernglas gehabt. Nimm den mal aus der Hand. Genauso wie den da. Ja. So hatte ich das nicht geplant. Fernglas. Auf die 8 wieder. Beziehungsweise erstmal abheben. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Jetzt will ich wissen, welches Level er hat. Das ist ein normaler Allosaurus und der. So ein geiles Muster. Oh, wow, wow, wow. Ja. Sieht schlecht aus für ihn, oder? Für sie.
Das wäre ein richtig schönes. Ein schöner Ersatz. Aha. Okay, ich muss es kurz beobachten. Wenn sie das hier überlebt, hätte ich sie gerne. Ah, okay, ich glaube, das hat sich erledigt. Schade. Du, dafür sind sie jetzt alle weg, ne? Kann ich doch auch weiter damit machen. Nein, ich wollte nur Metall holen, um was zu testen. Böse! Ich war schon wieder so ein Mist hier. So. Ich würde gerne nach Hause. Welcher ist denn das? Der da. Der untere, hoffe ich. Und? Ja. Hallöchen. Hallo, ich bin Heilen A. Eine fraktale Persönlichkeit. Ausprobieren. Dafür brauche ich aber Rohmetall. Stell dir einfach vor, dass ich deine Reiseführerin bin. So, dafür muss ich aber kurz einmal hier. So, den Mann, so eine. Genau, den brauche ich. So. Kannst du mir mal Foundations machen? Ja, du bist der Villager-Table. Ich hätte dich gerne. Strukturen, Foundations. Euch. Ich glaube, die könnten mir nämlich optisch deutlich besser gefallen. Sind aber natürlich auch tausendmal teurer. Ich sollte was essen. Ja, kriege ich aber auch hin. Essen. Zack. Guck mal, was gegessen. So. Gib mir mal. Und gucken. Kann ich die da einfach dran snappen? Kann ich. Allerdings nur an die. Na, die Vierecken, glaube ich. Wo snappt der? Mal ganz im Ernst, wo snappt der? Ja. Ah. So. Moment, ich muss hier kurz was austesten. So, weg. Dann kannst du da wieder hin. Das war die. Genau. Dann kann ich doch jetzt mit Glück hier die Dreiecke dran setzen, oder? Aneinander dürftet ihr doch snappen können. Guck mal. Das Muster. Das Muster anpassen. Oh. Nee, das Muster sieht auch doof aus, wenn die so aneinander sind. Ah, guck mal, von der Seite würde das natürlich viel epischer aussehen. Egal. Haben wir das getestet? Bin zufrieden. Und wenn wir hier aber noch eine Reihe dranlegen setzen müssen, ärgerlicherweise.
Oh. Eine. Und wenn es jetzt wieder dieselbe Logik ist, wenn wir noch eine Reihe mehr brauchen, müssen jetzt die Vierecke an die Dreiecke. Gut. Rad hoffnungslos überladen. Ist da Platz drin für allen möglichen Scheiß? Ja, komm, pack ein paar Steine rein. Ordnung folgt später. Ach, ich habe ja sogar noch Dreiecke. So. Wahrscheinlich brauche ich jetzt von euch aber eine Nummer länger, ne? Sieht nicht so geil aus, leider. So, an die Dreiecke kommt ihr wieder dran. So, und das müsste eigentlich die Plattform jetzt abdecken. So, gucken wir das nochmal zum Testen, ob ich jetzt richtig ausgemessen habe. Oh yeah! Passt ziemlich perfekt. Immerhin das hat geklappt. Damit bin ich dann schon mal zufrieden. Mache ich das noch? Machen wir das noch schnell fertig. Dann haben wir zumindest eine Ankommenplattform mit dem Teleporter. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Und so, Dreiecke an Vierecke war das. Aufheben. Wie war das jetzt geregelt? Da kommt noch einer ran. Ey. Ja, machen wir ein paar Viereckige, dann ist die Plattform soweit fertig. Und dann werden wir uns das nächste Mal darum kümmern, anderweitig Ordnung zu schaffen. Da wird uns sicherlich noch was einfallen. Super. Dann hoffe ich, die gemütliche Runde hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da und es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!